Ja, vielen Dank. Guten Tag, meine Damen, meine Herren. Ich darf Ihnen in der Kürze der Zeit das Thema Luftbefeuchtung aber richtig, wie der Vortragstitel heißt, versuchsweise näher bringen aus der Sicht der Richtlinie, aus der Sicht der Hygiene. Titel heißt, worauf Druckereien bei einer Luftbefeuchtungsanlage achten sollten. Und da sind wir schon mitten im Thema drin. Das Ganze soll also dahingehend auch tatsächlich zeigen, was müssen Sie entsprechend in diesem ganzen Zusammenhang machen, worauf müssen Sie achten. Und was Sie jetzt an der kleinen Veränderung schon sehen können, aus dem sollten wird ein müssen. Das heißt, mit dem Betrieb einer Luftbefeuchtungsanlage ergibt sich die ein oder andere Verpflichtung für den Betreiber. Das heißt, wie bei allen Maschinen, die man betreibt, man muss auf Sicherheit achten. Eine Maschine wird ja eingesetzt, um irgendein Ziel zu erreichen im Sinne der Produktion. Eine Luftbefeuchtung wird eingesetzt, um ein Ziel, eine bestimmte Raumluftkonditionierung zu erreichen. Und da muss man natürlich auf verschiedene Dinge achten, damit daraus kein Risiko erwächst und das Ziel tatsächlich erreicht wird. Deshalb sollten, etwas zu schwach formuliert, wird ein müssen. Woraus resultiert dieses Müssen? Zunächst mal aus § 3a der Arbeitsstättenverordnung, Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Da sagt der Gesetzgeber, jeder Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben werden, dass von ihnen keine Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten ausgehen. Dabei hat er den Stand der Technik zu berücksichtigen. Stand der Technik wird bei dezentraler Luftbefeuchtung definitiv durch die VDI 6022 Blatt 6 vorgegeben. Das heißt, wir haben hier ein sogenanntes untergesetzliches Regelwerk. Da müssen wir uns orientieren, damit auch nichts passiert und man seine Verpflichtung als Arbeitgeber zum Beispiel erfüllt. Es gibt im Paragraphen 4 eine besondere Anforderung an das Betreiben von Arbeitsstätten, auch wieder an den Arbeitgeber. Der hat dafür zu sorgen, dass man raumlufttechnische Anlagen und eine solche ist auch eine dezentrale Luftbefeuchtung in regelmäßigen Abständen sachgerecht warten und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Wenn man PKWs im Betriebsvermögen hat und Leute fahren mit den PKWs durch die Gegend, erfüllen ihre Arbeitsaufgabe, ist das selbstverständlich, dass die gewartet werden. Und genauso selbstverständlich ist es eben auch für alle Arten, die man sonst an Maschinen betreibt, dass die in regelmäßigen Abständen überprüft und gewartet werden müssen. Ja, und dann haben wir das Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 5 Absatz 1. Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Das heißt, eine Gefährdungsbeurteilung ist gang und gäbe. Jetzt in der Pandemiezeit haben wir mitunter dann auch lernen müssen, was eine Gefährdungsbeurteilung ist. Leute nach Hause schicken zum Beispiel, weil die Gefährdung, sich zu infizieren am Betrieb, oder an der Arbeitsstätte zu groß war. Genauso müssen auch regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen gemacht werden. Und die zuständige Berufsgenossenschaft, für die Druckereien, die BG ETEM, überwacht so etwas ja auch. Macht man das nicht, jetzt kommen wir mit der großen Keule, haben wir möglicherweise eine fahrlässige Körperverletzung. Also Beispiel, eine Luftbefeuchtungsanlage wird jahrelang nicht nach dem Stand der Technik kontrolliert und gewartet. Die Beschäftigten erkranken an Legionellen, atmen also Bakterien ein durch die Aerosole, die in den Raum gebracht werden. Ich habe zwar eine ordentliche relative Luftfeuchte im Raum, aber gleichzeitig auch Bakterien, die werden eingeatmet. So, und das geschieht eben, weil der Arbeitgeber, der Verantwortliche, nicht für eine regelmäßige Funktionskontrolle und Wartung gesorgt hat. Dann gibt es eine Freiheitsstrafe, bis zu 3 Jahren, wenn man Glück hat, eine Geldstrafe, also ansonsten noch nichts Schlimmes verbrochen hat, dann ist das schon mal ein Schuss vor den Bug. Es kann aber auch zu einer fahrlässigen Tötung kommen. Das heißt, wenn ich Legionellen einatme, habe ein entsprechend ungünstig disponiertes Immunsystem, kann ich daran auch versterben. Das wollen wir alle nicht. Und deshalb muss man auch die Dinge entsprechend beachten. Gefährdungsbeurteilung, die gemacht werden muss, definitiv, wie gesagt, Sie kennen das auch alle von den Maschinen, die Sie betreiben, muss nicht nur für die Leute gemacht werden, die die Anlagen warten, sondern auch für die Personen, die der Zuluft, der Direktbefeuchtung ausgesetzt sind. Das heißt, welche Qualität hat die Luft mit Wasser vermischt, konditioniert, die aus den Düsen
in den Raum hineinströmt. Das muss ich im Zweifelsfalle nachweisen, weil wenn jetzt irgendein Beschäftigter sagt, ich habe jetzt eine Infektion, das hängt bestimmt mit dieser Luftbefeuchtung zusammen, dann muss der Arbeitgeber nachweisen, dass er nach dem Stand der Technik alles getan hat, installiert, gewartet, kontrolliert und so weiter, dann kann ihm nichts passieren. Hat er das nicht getan, kehrt sich die Beweislast um, dann muss ich den Beschäftigten beweisen, dass seine Infektion nicht von meiner Anlage kommt. Im Nachhinein sehr, sehr schwierig. Es genügt in dem Zusammenhang definitiv nicht, dass ich sage, ich gebe einen Hinweis, ist ja kein Trinkwasser, was ich da einspeise. Natürlich ist das kein Trinkwasser, aber mikrobiologisch, das wird in der 6022 Platz 6 gefordert, muss die Trinkwasserqualität gewährleistet sein. Rein mikrobiologisch, das heißt, ich trinke es nicht, aber ich möchte keine Keime eintragen, die sich potenziell vermehren und die Leute gefährden können. Dafür brauche ich die Gefährdungsbeurteilung und die muss ich regelmäßig nachweisen, dokumentieren etc. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Punkte wegen der Kürze der Zeit eingehen, aber Sie sehen die unteren Spiegelstriche, Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, Überarbeitung, das heißt, es reicht nicht, wenn ich eine Anlage einmal installiert habe, dass ich mich dann nie wieder darum kümmere, sondern regelmäßig, wie nach dem Stand der Technik vorgeschrieben, muss ich die Anlagen kontrollieren. Und dieser Stand der Technik ist in der 6022 beschrieben, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Sie sehen die gesamte Struktur der VDI 6022, ein sehr umfangreiches Werk, 1998 mit dem Blatt 1 erstmalig auf den Markt gebracht. Umfangreich deshalb, weil viele Bereiche der Lufthygiene sind da mittlerweile betrachtet und bewertet. Und da sehen Sie in Rot Blatt 6, Luftbefeuchtung über dezentrale Geräte. Dieses Blatt ist auf Initiative der Berufsgenossenschaft BGE-TEM zustande gekommen, weil es eben häufig Probleme gegeben hat, nicht mit den Anlagen per se, sondern mit den Wartungszyklen, mit dem Betreiben etc. Das wurde doch sehr stark vernachlässigt. Und aus diesem Grunde haben wir das in diesem Blatt eindeutig beschrieben, damit die Leute auch genau wissen, was auf sie zukommt, was sie tun müssen. Und dann hat man bei einer Luftbefeuchtung, bei einer dezentralen im Rahmen eines Druckereiprozesses in einer Druckerei auch die entsprechenden Vorteile, die man haben möchte. 6022 Blatt 6, aktueller Weißdruck, heißt also offizielle Ausgabe in der neuesten Form seit Januar 2018. Der Titel heißt Luftbefeuchtung über dezentrale Geräte, Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung. Sie sehen also, das gesamte Päckchen ist geschnürt. Und links abgebildet das Deckblatt dieser 6022 Blatt 6. Da wird also in diesem Text beschrieben, was gibt es für Funktionsprinzipien, welche Eigenschaften haben die einzelnen Funktionsprinzipien umgesetzt in den entsprechenden Systemen. Wie plane und errichte ich eine solche Anlage? Was muss ich beim Aufstellen beachten? Beispielsweise keine Sekundärwärmequellen in der Nähe, die das Wasser erhitzen und damit die Vermehrung von Bakterien begünstigen könnten. Was ist bei der Inbetriebnahme zu beachten? Was muss ich beim Betreiben beachten? Geräteprüfungen sind beschrieben und die Qualifikation der Betreiber. Dafür gibt es bestimmte Schulungen, die dauern auch nicht allzu lange, aber damit man einfach weiß, worauf muss man entsprechend achten und eben dem Stand der Technik gerecht zu werden. Sie sehen rechts einen Aufkleber, dezentrale Luftbefeuchtung von dem VDI selber ausgestellt. Sie sehen das an dem großen Logo des VDIs, in diesem Falle ein Aufkleber, den ich dann verteile. Das dürfen Sie im Namen des VDIs, nicht nur wenn Sie jetzt Vorsitzender sind, das reicht nicht einer solchen Richtlinie, sondern Sie müssen eine spezielle Ausbildung haben durch einen externen Zertifizierer, dargelegt, verifiziert. Und das sind die sogenannten Fachingenieure RLQ, VDI-geprüfte Fachingenieure RLQ. Und diese VDI-geprüften Fachingenieure RLQ zertifizieren nach den Kriterien in diesem Blatt 6 dezentrale Luftbefeuchtung und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zunächst mal vom System her betrachtet, Anwendungsbereiche, habe ich einen Verdunster. Es gibt ja verschiedenste Arten, wie ich Luft befeuchten kann. Jedes System hat Vorteile und Nachteile. Dort ist im Grunde dann durch die Planung, durch die Situation vor Ort exakt zu überprüfen, was das Beste wäre. Verdunster, Zerstäuber, sicherlich das, was im Bereich der Druckereien den größten Raum und sinnhafterweise einnimmt. Verdampfer, aber auch dekorative, wasserbetriebene Einrichtungen, die im Innenraum
durchgeführt werden. Sie kennen das vielleicht aus Bankgebäuden, Verwaltungszentren großer Konzerne. Da haben Sie dann im Eingangsbereich Springbrunnen, Anlagen, Wasserspiele etc. Und nach dem Motto, das ist Kunst, da gehen wir nicht dran, wird dieses Wasser nicht weiter betrachtet. Und das führt dazu, dass diese Systeme, die eben auch die Luft befeuchten, ein hohes hygienisches Risiko darstellen. Alles andere schaut man an, kontrolliert, misst, prüft die mikrobiologische Wasserqualität und die Luft. Und bei diesen Systemen denkt man, brauche ich nicht weiter drauf zu gucken. Also auch da kleine Anmerkung am Rande, Augen auf, auch dieses Wasser muss kontrolliert und betrachtet werden. Aber kommen wir zu der Prüfung. Es gibt eine Prüfliste, um eine Anlage im Namen des VDIs zu zertifizieren. Da gibt es zwei Blöcke. Das eine ist die Basisprüfung, das andere ist die Vorortprüfung. Wie gesagt, nur ein Auszug. Die Details können Sie alle der 6022 Platz 6 entnehmen. Und Sie sehen an diesem Auszug, dass die Basisprüfung einen sehr großen Raum einnimmt. Das heißt, wenn wir ein solches System zertifizieren, prüfen wir das erstmal bei uns im Labor auf den Prüfständen. Wir prüfen die Vorgaben des Herstellers, beispielsweise, was ist hier fürs Betreiben und vor allen Dingen fürs Warten vorgeschlagen? Sind die Wartungshinweise, die gegeben werden, dem Betreiber hinterher, dementsprechend, was im Blatt 6 gefordert wird? Das ist ganz, ganz elementar. Die regelmäßige Wartung eines solchen Systems ist elementarer Bestandteil, wenn eine solche Anlage nicht nur situativ zertifiziert wird, sondern auch dauerhaft zertifiziert und sicher sein soll im Sinne der, nennen wir es mal, Risikovermeidung für den Betreiber, für den Arbeitgeber, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, pass mal auf, du hast hier einen Fehler gemacht im Betreiben, du haftest jetzt dafür. Das wollen wir nicht, auch deshalb dieses Blatt 6 und deshalb muss man darauf achten. Also ein zertifiziertes System muss immer eine Basisprüfung haben, das muss dargelegt werden. Da werden regelmäßig Überprüfungen auch in der Produktion dieser Systeme durchgeführt, ob das alles funktioniert, die Umsetzung der Wartungshinweise etc., alles das wird überprüft. Und das sehen Sie an der zweiten Spalte, Vor-Ort-Überprüfung, wo man dann sieht, ob alles, was man sich theoretisch so vorgestellt hat oder im Labor vor Ort denn auch funktioniert. Das tollste System, dezentrale Luftbefeuchtung, hat ein Problem, wenn ich beispielsweise eine Feuerlöschleitung anstelle der Trinkwasserleitung für die Einspeisung nehme. Logisch, dann kommt kontaminiertes Wasser ins System, dann reichen die abscheidenden Komponenten nicht und dann habe ich ein Problem in der Luft und mit der Luftqualität. Also vor Ort überprüft, ob das, was die Basis geleistet hat, gemacht hat. Eine alleinige Vor-Ort-Überprüfung funktioniert nicht, weil da können Sie viele Dinge, die Sie eben bei der Basisprüfung erkennen, überhaupt nicht sehen oder prüfen. Wir haben vor Ort keine Emissionskammern, wo Ausgasungen, wo Materialbeschaffenheiten etc. geprüft werden können. Alles das funktioniert vor Ort nicht. Aber es ist die absolut notwendige Ergänzung für die Basisprüfung. Jetzt sind wir schon am Schluss mit dem Fazit. Worauf muss der Betreiber achten, wenn er sicher Luftbefeuchtung einsetzen möchte? Also zunächst mal zur eigenen Sicherheit und für die Sicherheit der Mitarbeiter, derjenigen, für die man verantwortlich ist, der Stand der Technik ist immer einzuhalten und zu dokumentieren. Macht man das nicht, also hält es nicht ein, kehrt sich die Beweislast um. Das heißt, ich muss denn beweisen, dass das, was ich tue, mindestens so gut ist wie der Stand der Technik. Die Mühe wollen Sie sich alle nicht antun. Und ich muss natürlich dokumentieren. Es reicht nicht, wenn ich sage, ja, ich halte das schon alles ein und das passt auch, aber nirgendwo kann ich das beweisen. Sie kennen das Thema, auch mündliche Verträge gelten natürlich nur im Zweifelsfalle. Wer schreibt, der bleibt, muss ich das schriftlich nachweisen können. Die 6022 Platz 6 ist der Stand der Technik, unbestritten. Den muss man natürlich kennen und erfüllen. Das heißt, auch eine Schulung in dem Zusammenhang von einigen Anbietern auf dem Markt, auch von der BGE-TEM angeboten, einfach mal besuchen und gucken, worauf es ankommt, auch mal praktisch üben, wie man die Betreiberpflicht hier entsprechend auch erfüllt. Nur Hersteller wählen, da kann ich Ihnen wirklich nur dringendst zu raten, die eine Basisprüfung plus eine Vorortprüfung anbieten. Wenn Sie einen Hersteller haben, der Ihnen sagt, pass mal auf, ich habe das zwar als Basisprüfung gemacht, vor Ort ist dein Problem, dann haben Sie wieder den schwarzen Peter. Macht der Hersteller aber die Basisprüfung plus die Vorortprüfung, ist das Ding geschlossen und passt nach 6022 Platz 6. Hersteller, die nur Vorortprüfungen anbieten,
haben die ganzen Geschichten nicht, die zu einer solchen Zertifizierung gehören und die vor Ort nicht geprüft werden können. Stellen Sie sich das Gleiche mal vor bei Ihrem Fahrzeug. Es werden viele, viele Prüfungen von Herstellern gemacht, bevor ein solches Auto vom Kraftfahrtbundesamt für den Straßenverkehr zugelassen werden kann als Typenprüfung. Das können Sie, wenn Sie regelmäßig zum TÜV fahren oder zu DEKRA, können Sie von den Betreibern, also als Betreiber vom jeweiligen Anbieter nicht prüfen lassen. Das geht gar nicht. Aber die Basisprüfung, die ist dann hinterlegt hinter Ihrem Typenkennschild und dann funktioniert das und dann genügt auch diese regelmäßige Vor-Ort-Prüfung. Alles andere, was Sie da machen, ist nicht nur ein Risiko für den Betreiber, ein juristisch nicht fassbares Risiko, sondern vor allen Dingen nicht VDI-konform. Und das ist eine sehr wichtige Geschichte in diesem Zusammenhang, damit Sie den Stand der Technik erfüllen, einhalten und damit auch die entsprechenden Verordnungen und Gesetze, was Arbeitsplätze angeht, erfüllen können. Hier nochmal besonders erwähnt, weil das sehen wir bei unseren regelmäßigen Kontrollen auch für die BGE-TEM immer wieder in der Praxis. Viele Betreiber halten die regelmäßigen halbjährigen geforderten Wartungen nicht ein. Damit ist die Anlage, auch wenn sie dann ein VDI-Kennzeichen trägt oder von der DGUV geprüft wurde, nicht konform mit diesen Regeln. Auch da wieder Beispiel fürs Auto. Wenn Sie bestimmte Dinge nicht tun, also beispielsweise Ihre Bremsen nicht regelmäßig wechseln, Sie müssten das tun zwischen diesen entsprechenden Prüfterminen alle 2 Jahre, dann ist Ihr Fahrzeug nicht geeignet, um im Straßenverkehr eingesetzt zu werden und dann haften Sie für diesen Wartungsmangel. Tun Sie das nicht, tun Sie sich den Stress nicht an, machen Sie halbjährige Wartungen und dann ist das ganze System wirklich sehr sicher und sehr erfolgreich im Erzielen eines hygienisch vernünftigen Raumluftklimas, aber auch für die Produktionsprozesse ideal, um auch die richtige relative Feuchte zu erreichen. Ja, damit bin ich am Ende meines kleinen Vortrages. Wenn Sie zu dem Thema Fragen haben, stellen Sie die gerne schriftlich. Im nächsten Schritt ist der Kollege Jens Kunde von der Firma Condair noch bereit, hält einen Vortrag und wird Ihnen sicherlich einige spannende Dinge erzählen zu den Systemen von Condair, wie das Ganze funktioniert in der Umsetzung etc. Ja, und dann darf ich Ihnen viel Spaß wünschen jetzt beim nächsten Vortrag und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen oder Dinge haben, die Sie später an mich richten, haben Sie jetzt in der letzten Folie auf den anderen auch, sehen Sie entsprechend meine Kontaktdaten. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Winkens, herzlichen Dank. Kann man mich hören? Ich denke ja. Ist alles okay? Sie können starten, Herr Kollege. Super, danke schön.